السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، meine lieben Geschwister, ein paar Eindrücke, die man hier zu Ramadan sieht. Und eins der Nachteile, die wir leider nicht berücksichtigen bzw. gar nicht sehen und verstehen, weil wir schon so lange unter den Kuffar leben und mittlerweile das ist auch ein Nachteil bzw. die Gefahr, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam davor gewarnt hat, unter den Kuffar zu leben, ist, dass man halt von ihren Eigenschaften unbewusst und auch ungewollt und unbemerkt viel mitnimmt. Und subhanallah, ich lebe ja auch seit einigen Jahren, bin ja sozusagen in Deutschland zwar nicht geboren, aber groß geworden. Und ich kenne das so, subhanallah, zu unserer Zeit, ich bin so aufgewachsen, auch die Familien und auch die Community in den Moscheen und so weiter. Unsere Eltern, diese Generation unserer Eltern, die haben sich alle gegenseitig eingeladen, subhanallah, zum Iftar. Und der Ramadan gab es immer diese Familienbesuche. Und diese sterben mittlerweile aus, subhanallah. So einiges stirbt leider aus in den Ländern der Kuffar, unter den Muslimen, wal'iyadu billah. Einiges, subhanallah, sehr, sehr wichtige Sachen, wie zum Beispiel die Sache von Ramadan. Sogar Al-Eid, diese heiligen Sachen, das Freitagsgebet. Und stattdessen, was übernehmen wir? Und das sage ich immer wieder und wiederhole das immer wieder. Das ist diese Welt, in der wir mittlerweile leben, diese sozialen Medien, dieses Materielle, diese Show, dieses Antäuschen. Wir übernehmen alles von den Kuffar. Du siehst, yani, es werden Babypartys gemacht, so Sachen so, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen wird. Es werden Geburtstage gefeiert, es werden sogar die christlichen Feiertage mitgefeiert, wie Weihnachten und Ostern und Karneval. Und das, was wir haben, was Allah uns gegeben hat, mit was Allah subhanahu wa ta'ala uns geehrt hat, das vergessen wir, das haben wir fast nicht mehr. Yani, jeder soll sich mal fragen, wer hat wen zum Iftar eingeladen? Hat jemand überhaupt seine Eltern zum Iftar eingeladen? Hat jemand seine Geschwister zum Iftar eingeladen? Geschweige denn Freunde und Bekannte. Und subhanallah, dabei gibt es bei dieser Sache so viel Lohn. Und mich hat das gerade beeindruckt und mir ist das subhanallah so aufgefallen. Guck mal hier, diese Geschwister. Diese Geschwister, die kämpfen hier um den Sa'im. Ja, das sind hier private Leute, Eltern. Guck mal, das ist zum Beispiel der Vater und das sind seine Kinder. Und der holt, und die stehen dann hier draußen und fangen die Leute ab und sagen, kommt hier rein, um euer Fasten zu brechen. Und was ist die Motivation darin? Die Motivation darin ist, dass sie den Ajr wollen. Und das ist der Punkt. Wir sehen Sachen als Last, wal'iyadu billah. Viele sehen Ramadan als Last, das Fasten an sich als Last, das Gebet als Last, das Spenden als Last. Warum? Weil die das halt nicht schmecken. Und weil man gar nicht yani, das vor Augen hält, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen vergibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala einen dafür Hasanat aufschreibt. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit so einer Tat vor der Hölle rettet und dich ins Paradies hineinlässt. Wir sind heute nur auf Show aus. Wir machen irgendwelche Geburtstage und machen da Bilder und Fotos und posten es. Wir machen irgendwelche Babypartys, wir machen irgendwelche Verlobungspartys, irgendwelche, yani alles von den Kuffar übernommen mittlerweile. Und darin wettstreiten wir. Yani, wer macht mehr, wer holt die größere Torte, um ein Bild zu machen und so weiter und so fort. Und dabei, subhanallah, und in diesen Sachen, wal'iyadu billah, sei dir sicher, wallahi, du bekommst dafür keine Belohnung. Du gibst so viel, yani unterschiedlich. Die Armen geben ein paar hundert Euro aus und die Geld haben oder sich sogar Geld ausleihen oder sogar Kredit dafür aufnehmen und geben halt viel mehr Geld aus und
dabei, Wallah, gibt es gar keine Belohnung, sondern eher, das ist eine Sünde, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und Al-Ajr ist so einfach, subhanallah, guck mal, diese Tüte da, das, da ist Wasser drin, ein Joghurt, Datteln, ja, ich glaube, das war's, und dieses Brot. Es geht um den Ajr, meine lieben Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, sinngemäß, authentisch überliefert, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer den Fastenden zu essen gibt, yani sein Fasten bricht, yani das Essen gibt, womit er sein Fasten bricht, der hat den Lohn des Fastenden. Außer dass yani von dem Lohn des Fastenden nichts weggenommen wird. Und du bekommst den vollen Lohn des Fastenden, bekommst du von Allah subhanahu wa ta'ala dir gut geschrieben. Und ihr wisst ja, die Belohnung des Fastenden hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht begrenzt. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie offen gelassen, weil er das Fasten zu sich geschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Außer as-sawm, der ist für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dafür die Belohnung, so wie er will. Alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deswegen, meine lieben Geschwister, lasst euch diesen Ajr auch in diesen letzten Tagen nicht entgehen. Und das Traurige auch, deswegen sagte ich ja, yani ich bin so groß geworden, unsere Mütter, ja, diese alte Generation, haben diese Last auf sich genommen und haben gerne für sowas gekocht, für solchen Anlässen gekocht. Nicht wie heute. Heutzutage bei den meisten oder bei vielen, wallahi, es gibt Geschwister, Brüder, die haben, mashallah, so rechtschaffene, gottesfürchtige, gehorsame Frauen, mashallah, wo sich die Männer noch nicht mal trauen, einen Gast mit nach Hause zu bringen. Er traut sich noch nicht mal. Weil wenn er den mitbringen würde nach Hause, sie würde ihn und seinen Gast rausschmeißen. Oder sie würde ihm sagen, ja, geh du in die Küche. Und die würde ihm nicht mal ein Ei kochen. Und das ist traurig, das ist traurig. Yani, man macht so viel für diese Show, für diesen, und sogar für diesen Haram, für diese Sünden. Und das sind yani, die Frauen leider auch heutzutage, die, yani, es ist ein Grund für Scheitern der Ehen, ja, wenn sowas nicht mitgemacht wird wie Geburtstag oder diese sinnlosen Babypartys, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen wird oder iyadu billah. Dieses Nachahmen von den Kuffar, wallahi, wenn der das nicht mitmacht, wenn er das Geld nicht rausrückt, khalas, dann ist Ehekrise. Ja, es gibt, dann ist er der schlimmste und schlechteste Mann, den es gibt. Aber bei sowas, statt dass die Frau hier wettstreitet, dass sie den Mann sagt, lad deine Eltern ein, lad deine Geschwister ein oder lad deine Brüder ein und sie gerne für ihn kocht, ja, und sie weiß, weil sie weiß, sie wird belohnt. Sie weiß, sie bekommt die Belohnung. Deswegen gibt es auch eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er einer seiner Frauen gesagt hat, die Engel, ja, machen Dua für die Person, bis dass die Person fertig ist mit Essen oder in einer anderen Belohnung, bis dass sie satt wird. Nee, die Engel machen Dua für dich, die machen Istighfar für dich. Du bekommst den Lohn von den Fastenden. So viel Lohn, subhanallah, lässt man sich entgehen. Ja, aber wenn es um Nachahmen von Kuffar geht, ah, da sind wir die Ersten, da sind wir die größten Showmaker. Da zeigt jeder, was er kann und was er sich leisten kann und nicht leisten kann. Und da ist man sogar bereit, Schulden auf sich zu nehmen und so weiter und so fort. Weil ja, die Frau, die anderen können ja nicht, was sollen die über uns sagen? Wir machen keinen Geburtstag oder wir haben keine Babyparty gemacht und so weiter. Und dann wundern wir uns, dass Allah subhanahu wa ta'ala Segen aus unseren Ehen wegnimmt und dann wundern wir uns, dass es Scheidungen gibt und dann wundern wir uns, dass wir unglücklich miteinander leben. Die Frau kann den Mann nicht riechen und der Mann kann die Frau nicht riechen, aber man führt irgendwie so eine Zwecksehe, ja, weil man sich irgendwie, weil man nicht irgendwie nicht sich trennen kann. Man liebt einfach im Drangsal, weil wir Allahs Weg nicht folgen, weil wir Allahs Weg verpasst haben. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala so im Koran gesagt. Und man a'rada an dikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Deswegen, das hat mich gerade so zum Nachdenken gebracht, subhanallah, über unsere Lage, über unsere Situation und auch das, vor allem jetzt zum Beispiel, was Deutschland betrifft, aber mittlerweile leider sogar in vielen islamischen Ländern, in vielen Ländern der Muslime ist das mittlerweile so, weil wir halt beeinflusst werden von den Kuffar durch diese Medien und wir merken das gar nicht, dass wir
dass wir so viel von denen übernommen haben und so viel von unserem Dien und von unserer Kultur gar nicht mehr haben. Ja. Deswegen, also meine Nasiha, es ist so viel Belohnung in Iftar Sa'im und vor allem in diesen Tagen. Lasst euch das nicht entgehen. Es geht nicht darum, auch hier geht es nicht darum, Show zu machen, so viel zu kochen und so weiter und so fort. Es geht um den Ajr, es geht um den Ajr, es geht um das, was du kannst. Selbst wenn du nur eine Suppe kochen kannst und ein Ei hinlegen kannst und Datteln und Wasser hinlegen kannst, es geht um den Ajr. Kannst du mehr, dann natürlich, wenn du mehr kannst und dir deine Absicht rein ist und du Allah subhanahu wa ta'ala das gerne für Allah subhanahu wa ta'ala machst, weil das ist eine Eigenschaft der Gläubigen, Ikram al-Dayf. Das ist auch eine Eigenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, großzügig zu sein, Ikram zu haben, dann umso mehr ist, desto besser. Das ist eine Eigenschaft, die zum Beispiel die Araber hatten. Ja, Ikram al-Dayf. Und leider stirbt die irgendwie leider bei uns aus. Wal-Iyadu Billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und uns zu unserer Religion zurückkehren lassen und uns besser werden lassen. Also wie gesagt, vor allem an die Frauen, gibt euch diese Mühe, so schwer ist es nicht. Ihr gebt euch Mühe für tausend andere sinnlose Sachen, und für die ihr sogar Sünden aufgeschrieben bekommt und keine guten Taten, keine Hasanat. Und hier gibt es sehr, sehr große Belohnung. Lasst euch sie nicht entgehen. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.